Willkommen zurück bei Castlevania Lords of Shadow. Hey, hier unten war das Farbenrätsel mit den Bodenfliesen. Schön. Ja, ich bin immer noch dabei, die letzten, wie nennt man das? Horde zu speisen? Nein! Nein! Oh. Ich wollte die Leiche. Das war knapp. Ich wollte eigentlich da oben meinen Ordensbruder, ne? Mehr wollte ich gar nicht. So, hier rein. Hier hoch. Und dann hier den guten Mann plündern. Ah, ein Lichtmagiestein. Das hat sich gelohnt. So. Das war einfach. Irgendwie werden die Rätsel immer einfacher statt schwerer, kann das sein? Und da täusche ich mich da. Kamerafahrten sind immer wunderschön. Du siehst, wo wir schon mal waren, wo es noch hingeht. Ja. So, da kann ich gar nicht rüberspringen. Ups. Ah, okay, ich muss auf die Plattform. Wenn sie über dem Rutschen ist. Wie jetzt? Moment, will ich jetzt hier aussteigen oder will ich rechts aussteigen? Das ist die gute Frage. Auf jeden Fall da liegt nämlich noch jemand. Jetzt sieht man erstmal, wie groß der Level überhaupt ist mit den ganzen Türmen und so. Doch hier vielleicht? Nur eine Schriftrolle, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Dämonenstein. Ordensritter Schriftrolle. Ich bin auf diesem schwebenden Felsen gefangen. Dieses Land ist ein riesiges, irrsinniges Rätsel mit hunderten von Spiegeln, die einen überall transportieren können. Das ist die sogenannte Magie der tausend Türen der Nekromanten. Das Problem besteht darin herauszufinden, welche Spiegel einen wohin führen. Ich bin schon den ganzen Tag und die ganze Nacht hier und werde immer müder, je mehr Türen ich durchschreite. Wieso kommt der Tod nicht einfach und nimmt mich mit? Weil er dich erst noch quälen will. Deswegen. Okay, normalen Weg zurück. Das glaube ich sind die Kinder. Okay. Das heißt, ich muss definitiv noch links. Ich bin auch schon so gespannt auf Lords of Shadow 2, was jetzt dann bald mal erscheinen soll. Bis dahin muss ich das Spiel durchhaben, ja? Da haben wir nicht mehr so viel Zeit lassen. Ich meine, wir haben auch noch DLCs von dem Spiel zu anknabbern. Steckt so im toten Winkel, aber anscheinend doch nicht. Okay, nächstes Portal. Aber der Ordensritter hat jetzt schon ein bisschen übertrieben. So viele Portale sind es jetzt auch nicht. Ich meine, wir kommen ja auch ganz gut durch, oder? Jetzt wäre Weihwasser ganz praktisch. Oh Gott, sind das viele. Okay, die töten mich nicht gleich mit einem Schlag, aber sie ziehen fast die ganze Riesenie hier mit einem Schlag. Naja, Lichtmagie hilft da wahre Wunder. Das ist nur ein Schlag und wir sind weg. Warum sagt mir das immer keiner? Alles muss ich selber rausfinden in diesem Spiel. Na, da wäre Weihwasser gewesen. Okay, dann muss das der letzte Schalter sein, oder? Wird sich das Tor öffnen?
So ist es. Es steht offen. Die Frage ist, will ich da überhaupt durch? Ich glaube, das sind meine Bedenken im Moment. Aber wie sagt man so schön? Was kann denn schon Schlimmes passieren? Im Abgrund der Nekromantie. Ich meine, hey, es sind doch alle ganz nette Leute hier. Ich finde das auch ganz schön, dass hier überall so Skelette rumsitzen. So. Wir am Stammtisch so, hey, komm her. Trinken wir ein bisschen was vom Seelenbier. So, wo komme ich denn jetzt hin? Auf ein Plateau. Oh, oh. Geht das so ein? Das letzte Mal nicht gemacht. Aber der ist definitiv leichter als der erste. Ja gut, jetzt weiß ich ja, was er tut. Da bist du. Komm her, ich helfe dir mit dem Stäbchen. Ist doch viel zu schwer für dich, das Ding. Platze der Kopf, ne? So, mal gucken, was hier noch alles drin ist. Und noch eine Viole. Alles klar. Meine ich das nur, da bewegen wir uns immer näher zu diesem großen Turm zu. Oder täuscht mich das? Ein Stückchen höher. Ob das jetzt was Gutes ist oder was Negatives, ja, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher negativ, so wie ich das Spiel kenne. Rüber muss ich doch da. Am besten hier hoch. Wer könnte das in echt nachklettern? Das würde mich interessieren. Wahrscheinlich keine alte Socke. Jo. Oh, das war knapp. Gabriel, bitte hoch. Ah, jetzt hat. Das sind wieder so Sprünge, die müssen 100% genau passen, ansonsten hält er sich nicht ein. Finde ich nicht gut von dir, Gabriel. Finde ich überhaupt nicht gut. Hep. Hep. Yep. Vielleicht braucht er die Kletterpartie auch so als Ausgleich, so hobbymäßig in der Freizeit. Ah! Hab doch gedrückt, hab ich doch. Warum macht er das nicht, wenn ich da drücke? Muss ich da erst nochmal springen oder was? Ah, Tatsache. Immer erst nochmal springen, dann macht es erst.
Ich frage mich gerade, ob der Turm wirklich irgendwann ein Ende hat oder ob der ewig weitergeht. Hallo? Halt dich ein, Gabriel. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht mit den Hotspots. Du musst wirklich hundertprozentig genau stehen, sonst macht es nicht. Keine Toleranz. Null. Okay, da ist wieder ein Portal. Wird es das letzte sein? Laufe ich da über Steine oder laufe ich da über Knochen? Das ist auch so etwas, was man nicht so hundertprozentig sagen kann im Moment. Wo kommen wir hin? Sind wir schon an der Spitze? Nein, sieht nicht danach aus. Da ist doch was versteckt, oder? Haha, natürlich ist hier was versteckt. Schattenmagie! Jawohl. Wäre zwar lebensenergie Böck gewesen, aber hey, ich will mich mal nicht beschweren. So. Gar nicht mal so schlecht von den Upgrades her, was wir hier haben. Nichts weit springen. Hier gibt es noch mal Lebensenergie. Das bedeutet, dann kommt jetzt gleich wieder irgendein Boss oder so. Das ist hundertprozentig. Sonst würde das Spiel mir keine Lebensenergie geben. Aus Nächstenliebe macht das Spiel das nämlich nicht. Also wie es aussieht, sind wir gleich auf der Spitze. Das finde ich spitze, auf der Spitze. Wohin? Ah, hier hin. Okay. Überall die Totenköpfe da an der Seite, ja? Trotzdem mich alles so blöd an. Ah, Lebensstein habe ich nicht gefunden. Naja, das ist nichts. Liebe Leute, nächste Level, der Draculich. Look at him, so dark, so beautiful. He has come for his revenge and he shall have it. A killing machine without remorse, without pity. What has happened to you, Gabriel? What have you become? Love has blinded you, but you have changed, my friend. Your quest is almost over. The dream is in sight. Now you must face death and you must defeat it. The mask is a powerful device, and he who wields it can do anything. Bring back the dead, rule the world, destroy the universe, challenge God himself. You are the one, Gabriel. You are the one. Sieht so aus, als dürften wir uns dem letzten Herr der Schatten stellen. Tod selbst. Bin ich ja mal gespannt, bin ich doch da. Impressive, Warrior. I'm amazed you've come this far. I have come to end this, sorcerer. By whose authority? What right do you have to judge me when so much blood has been spilt by your own hands? Look at you. You revel in death. We are one and the same. You and I. You will not stop me. No, I will not stop you. Look upon me, hypocrite. Gaze upon glorious death.
Das ist ein großer Junge. Na, supi. Draculich Titan. Größe riesig, Schwierigkeit hoch. Nekromanten sind böse Zauberer. Ach, wirklich? Die mit ihren finsteren Kräften die Toten kontrollieren können. Es wird zwar allgemein angenommen, dass ihre Kräfte auf verstorbenen Menschen beschränkt sind, doch in Wahrheit umfassen sie alle toten Kreaturen, wie man an diesem Monster sehen kann. Es ist der wiederbelebte Kadaver eines Drachen. Diese Riesenkreatur, ein Überbleibsel aus der Urzeit, starb lange, bevor die Nekromanten dieses Land kamen und wurde unter Tonnen von Gestein begraben, sodass sie als Fossil endete. Als der dunkle Fürst seine Festung in dieser Ödnis errichtete, entdeckte er den Kadaver und rekonstruierte ihn, indem er mithilfe magischer Runen böse Geister an die uralten Knochen band. Sollte es notwendig werden, kann dieses Monster seinem Meister einen letzten Dienst erweisen. Ja, das hört sich doch schon mal wunderbar an, oder? Riesiger Skelettdrache, Hallöchen, ne? Dankeschön. Aber der Nekromant hat, also Tod hat die Recht, ja? Er wird uns nicht aufhalten, denn dieses Ding macht's. Ach, ey. Tja, wie komme ich da jetzt? Ah, da war es zum Anhalten. Ich hab's gesehen. Aha, und jetzt? Ja, jetzt hänge ich hier rum. Ach, hier kann ich hoch. Ah, nein! Gabriel, das könnte wehtun, wenn du da aufpasst. Ah, das ist wie bei den großen Titanen. Wir müssen uns das selber einhalten. Okay. Ich hab begriffen, was ich tun muss. Im Prinzip ist ja nichts anderes als der Bosskampf als Shadow of the Colossus, der Sandfuhl. Autsch. So, jetzt doch mal hier nach oben. So, wenn der Wind zu heftig wird, sollte man sich einhalten. Ja, sollte man. Ja, ja. Jetzt? Ich kann ja nirgendwo hinspringen. Ich sehe gerade nicht, was ich tun soll. Ups, erstmal einhalten. Muss ich da über die rechte Flanke? Ah, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich weiß natürlich, was ich zu tun habe. Upp. Oh Gott, der wird schlecht, wir Männer. Fliegendes Bettler. Festhalten, Gabriel. Festhalten. Wir sind doch nicht am Ziel. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da oben noch irgendwo eine Leiche gibt, wo ich irgendwas abstauben kann. Okay, weiter zurück kann ich nicht. Hab ich da jetzt über die Außen genommen? Bitte beweg dich nicht so. Alles möglich. Vielleicht muss ich tatsächlich über die Außen genommen. Wer macht sowas? Wer ist denn so krank? Und denkt sich an so viel. Hast du Gabriel natürlich. Der andere hätte schon dreimal das Handtuch geworfen, hätte ich gesagt, nö, mach ich nicht mehr mit, leck mich am Arsch. So hätte ich zumindest gemacht. Na, hör doch auf, dich immer zu wehren.
Ich habe gar nicht gesehen, wie riesig das Vieh in Wirklichkeit ist. Also ohne sein Kreuz hätte er dieses Abenteuer nicht bestehen können. Das steht schon mal fest. Warte mal, ich muss sogar da lang. Ich muss ja wieder über die Außenknochen balancieren. Da. Festhalten, Gabriel. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Castlevania Lords of Shadow, das erfahren wir in der nächsten Folge. Hier beim Draculich Titan. Ich bin euer Zack und ich sage immer stay tuned and so long.